aber ist ja wurscht, ja. Ich möchte, der älteste Friedhof von Wien war natürlich rund um den Stephansdom. Ja? Und als das Gebiet in der Stadt immer dichter besiedelt war, hat man gesagt, Friedhöfe müssen raus. Das war ja die Stadtmauer. Also man ist aus der Stadt in die Vorstadt gegangen, ja, und hat da viele Friedhöfe angelegt. Da hatten wir ja die zweite Stadtmauer, den heutigen Gürtel. Weil 50 Jahre später war auch die Vorstadt so dicht besiedelt, dass man gesagt hat, raus mit den Friedhöfen. Und man hat diese kommunalen Friedhöfe da eben angelegt. Ja? Matzleinsdorf, St. Marx zum Beispiel, Schmelzer Friedhof. Und 1850 reißt man ja die Stadtmauer nieder. Die Ringstraße wird gebaut, großer Zuzug. Also man weiß, mit diesen Friedhöfen ist kein Auslangen zu finden. Noch dazu hat die Kirche die Stohlgebühr, also die Begräbnisgebühr, drastisch erhöht. Stohlgebühr wurde sie früher deshalb so genannt, weil die Priester eine Stola getragen haben. Kurz und gut, die Gemeinde Wien beschließt, wir kaufen der Kirche diese Friedhöfe ab und wir planen einen neuen. Und da ist man dann eben auf dieses Gebiet, auf den Zentralfriedhof gekommen. Nicht zufällig, denn man hat geologische Proben genommen. Man ist draufgekommen, da ist ein sehr sandiger Boden, da verwesen die Toten sehr schnell. Also innerhalb von 7 bis 10 Jahren ist man eigentlich weg. Ja? Na dann, gehen wir da hier hin, oder? Eine Anforderung war noch Geruchsbelästigung. Und wir haben ja an 200 Tagen im Jahr einen Westwind vom Wienerwald kommen und deswegen hat man gesagt, also hier drüben soll der Friedhof sein. Ein Problem war nur, wie bringe ich die Toten daraus? Das waren ja immerhin 20.000 Begräbnisse pro Jahr. Und da hinten geht der Kanal, also man hat über den Kanal überlegt, da hinten ist Kledering, der größte Verschubbahnhof, ja, hat man überlegt mit der Bahn, aber beide haben gesagt, nee, wir nehmen keine Toten. Dann hat man sich sogar überlegt, unter der Simmeringer Hauptstraße eine pneumatische Post. Hat man aber dann nicht angenommen, natürlich. Also man ist mit der Kutsche ganz normal hinausgefahren und später ist dann die Straßenbahn gekommen. 1874 ist also dieser Friedhof eröffnet worden. Was ist mit den anderen Friedhöfen passiert? Da hat man gesagt, wir machen sukzessive Parkanlagen draus. Wenn Sie also zum Beispiel kommen einmal zur Stadthalle, wenn Sie hingehen, ist links ein Gedenkstein und da steht drauf, da war einmal der Schmelzer Friedhof. Oder Sie kommen zum Waldmüllerpark, da Gürtel, da war mal der Waldmüller begraben zum Beispiel. Oder im Heidenpark in Meidling der Heiden. Also das sind Parkanlagen geworden. Teilweise hat man die Toten exhumiert, teilweise hat man sie aber nur aufgeschüttet. Sie werden manchmal, wenn Sie zu einem Gebiet hinkommen, sehen Sie, so einen Meter höher als daneben die Straße. Also der Gemeindebau steht oft eigentlich am Friedhof. Poltergeist lässt grüßen. Ja, also, der Friedhof ist der größte gewesen damals. Ja? Kurz danach ist Hamburg eröffnet worden, der ist noch größer. Hamburg ist um ein Drittel größer, hat aber wesentlich weniger Tote. Also wir haben da 3 Millionen Tote und die haben ungefähr 1,5 Millionen. Zentralfriedhof. Zentral liegt ja nicht. Ne? Mit zentral war gemeint, wir wollen eine zentrale Bestattung. Keinen katholischen, jüdischen, evangelischen Friedhof mehr, sondern alle gemeinsam. Und hier gibt es also das Tor 1, ja, wir sind jetzt hier beim Tor 1, jüdischer Friedhof. Als der 1917 dann voll war, hat man da drüben dann bei Tor 5 noch einmal einen jüdischen Friedhof angelegt. Dann der größte Teil ist natürlich katholisch, dann ist dann später die Buddhisten dazugekommen und die Moslems sind dazugekommen. Und die griechisch-orthodoxen und die russisch-orthodoxen, die haben auch eigene Gruppen bekommen. Wir werden uns jetzt anschauen, ungefähr die erste Dreiviertelstunde da den jüdischen Friedhof, gehen dann so schräg hinüber zur Kirche, eine wunderschöne Jugendstilkirche. Und dann gehen wir Richtung Tor 2 und schauen uns ein paar schöne Gräber und Ehrengräber an. Ja, das war natürlich auch ein Punkt. Die Wiener wollten sich ja da gar nicht begraben lassen. Sie haben gesagt, das interessiert uns nicht. Weit draußen, ja, überhaupt nichts Historisches. Und da kam die kluge Idee vom Bürgermeister. Er hat gesagt, überall da haben wir doch Berühmtheiten begraben, die buddeln wir aus und graben wir alle wieder ein. Also es gibt 800 Ehrengräber hier am Friedhof, aber auch verstreut in ganz Wien, insgesamt sind es
9.500 Gräber. So, und jetzt beginnen wir die Führung. Ich möchte aber gar nicht gleich am jüdischen Ufer beginnen, sondern bei dem Grab da drüben. Ja? Darf ich Sie da hinüber? Ja, jetzt.